Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Assassin's Creed 2. Wir machen uns heute an die Auftragsattentate rund um San Gimignano. Ernte, was du gesät hast. Ich habe einen günstigen Depazzi auf einer Farm östlich von San Gimignano aufgespürt. Tötet ihn und wir werden alle etwas ruhiger schlafen. Alles klar, Lorenzo. Ich glaube, ich nehme mein Pferd. Geronimo! Ach shit, das ist ja... Oh. Ach, da ist er doch schon. Ich weiß, wie wir das machen. Ist tatsächlich näher an dem Torbenschlag. Ach, eigentlich ist es scheißegal. Eigentlich ist es egal. Und wenn ich die Auftragsattentate hier durch habe, muss ich nochmal nach San. Ach, San Gimignano. Nochmal nach Monte di Joni. Platt machen, weil ich muss hier noch ein paar Gemälde kaufen. Ihr Tyrannen seid ganz froh, ihr werdet. Weil wir wollen ja 100%. Ich glaube, ich sollte mich umhalten. Saubere Hände. Vier der Wachen von San Gimignano haben sich verschworen, um mich zu töten. Langsam erkennen die Menschen eure Handschrift bei den Attentaten und es sollte nicht so aussehen, als hättet ihr etwas damit zu tun. Idealerweise eliminiert ihr sie, ohne Waffen zu benutzen. Idealerweise heißt es ja. Nicht, dass es unbedingt so sein muss. Hey, ihr solltet nicht hier sein. Ja, ja. Ich hab eine Idee. Das war jetzt so nicht geplant. Hallo. Auf Befehl des ehrenhaften Rates von Florenz soll der 10. diesjährigen Ernte jeden zweiten Scheffel nach dem 10. und 3 Quattrini. Bände, wohin also? Jawohl! Das ist keine echte Waffe! Oh, beeindruckend! Wir werden angegriffen!
Los! Werden sich die ich werde es sogar genießen. Touren von San Mateo weiter verzögern. Dann ist es ein Schuss, wenn ihr wieder Tor seid. Nein, bitte! Schauspiel an. Kriegt ihr das jetzt hin, oder? Ich will nichts damit zu tun haben! Oh, Jesu! Es ist wohl Zeit zu gehen! Jetzt rutscht euch das Herz in die Hose, wa? Jetzt zeigt sich, aus welchem Holz ihr wirklich seid! Okay. Perfekt. Oh Mann, geht doch. Ich muss hier weg. Lagt euch etwas, Freund? Nö. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nee, mir ist nicht mehr zu helfen. So. Genauso gut wie ein betrunkener Janitschare. Mögen Mehmeds Dämonen dich in seinen Kerker holen. Der ist bestimmt da oben, oder? Wartet. Sag mir bitte nicht, dass du da oben bist. Ajo, der ist hier oben. Ja, wie soll ich es auch sonst machen? Wow. Ja, ja. Mal kurz meine Fraktion hier abholen. Wie praktisch. Ein Verdächtiger direkt, du mieser kleiner Scheiß. Bezahle für deine Sünden. Die Sache besteht scheinbar immer noch aus Landeiern. Wo? Hier lang. Die können halt eben nicht klettern, mit denen wir die Schuld nicht die Straßen laufen. Ups, sorry. Macht das etwas Spaß? Hey, ihr könntet jemanden verletzen. Ach, geh nicht auf den Zünder. Der ist auch da oben. Aber der hier scheint hier unten zu sein. Nein, ich geh doch schon. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her. Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. Der ist auch hier oben. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Okay, dann mache ich mir da jetzt keine Mühe mehr. Oh Quatsch, falscher Turm. Hier komme ich mit dem Klettersprung auch nicht weit. Das schafft er auch hier nicht.
Naja, nicht ideal. Wayne Bockts. Auf erledigt ist erledigt. Okay. War so nicht geplant. Meine Freunde, ich habe frischen Schaf. Angebot nachgefragt. Ein lokaler Gildenführer, der die Pazzi mit Waffen versorgt, lebt in San Gimignano, verfolgt einen seiner Männer, findet ihn und tötet ihn. Lorenzo. Die Pazzi sind doch aber alle kaputt. Naja, so richtig. Oh. Nein. Ich würde lieber weiter hoch, ehrlich gesagt. Oh, da geht's sowieso nicht lang, alles klar. Alter! Da wollte ich nicht hin. Ein Mann, der auf Spaß aus ist, oder? Buona sera. Diese Muskeltänzerin, die kommen sicher nicht vom Nichtstun. Wow. Die Herren sind die besten Damen der ganzen Stadt. Ihr müsst uns helfen. Das war so ein lahmer Tag. Mach doch nicht so einen Krach hier. Wie weit latschen der noch? Wie macht man das? Wie macht er das? Einfach nur springen. Alles easy. Oh, was läuft denn der für ein Umweg? Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Ja.
so einfach. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine... Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Let's one. Nummer 4? Ich glaube, Nummer 4, ja. Flohmarkt. In San Gimignano wimmelt es schon lange von Feinden der Medici und die Verschwörer dort planen, gegen Florenz vorzugehen. Sie befinden sich auf dem Marktplatz in der Nähe der Santa Maria Assunta. Oh, auf einmal quer durch. Auffällt, wenn ich einen hier in den Karren ziehe. Vorzugsweise den zweiteren. Oder? Wir machen es so. Der kleine Pisser rennt weg. Hallo? Halt! Ihm nach, Brüder! Da! Ihm nach! Dorme! Ja! Da! Packt ihn! Das ist kein Sperrbezirk mehr hier. Alles gut. Und geht jetzt hoch. Das muss wehtun. Ein Hinweis erscheint. Wegen des Mangels an. Ach, Kacke, Mann. Springen runter, was sonst? Oh! Ja. Ich dachte schon, ich wäre eine schlechte Sängerin, aber du übertriffst echt alles. Next one. Vertikaler Schnitt. Soldaten der Borgia wurden in San Gimignano gesehen. Vielleicht planen sie etwas. Tötet sie alle, aber stellt sicher, dass ihr nicht gesehen werdet. Rodrigo soll unsere Einmischung nicht als Vorwand nehmen können, um einen Krieg zu beginnen. Das hat er schon in dem Moment, als er meine Familie getötet hat, dieser kleine Pisser. Die sind außerhalb, oder? Nee. Oh mein Gott, ohne gesehen zu werden. Alter Schwede. Vielleicht sind die ja unten. Kommt mal mit. Abgemacht. Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Nee. Abba. Die sind oben. Wie die Pest, wenn er Schurken.
jetzt schnell hoch, damit der Typ mich hier nicht sieht. Jetzt warten wir hier wieder. Kommst du auch hier rüber oder? Eher nicht so. Doch. Next one. Ping. Aus dem Sichtfeld, da darf ich nicht sehen. Kannst mir ein wenig Zeit. Dieser Verräter ist in Verona desertiert. Gütiger Gott, was für ein Bestien hast du erschaffen. Frieden ist nur ein... Stati attenti! Auf Befehl des ehrenhaften Rates von Florenz soll der 10. diesjährigen Ernte jeden zweiten Scheffel nach dem 10. und 3 Quattrini roten Avellatia betragen. Ein Hinweis an alle Pferdezüchter, Stallknechte, Fuhrmänner und berittene Soldaten. Aufgrund der in letzter Zeit gehäuft auftretenden Tobsuchtanfälle bei Pferden verlangt der Rat regelmäßige Tierkontrollen. An alle werten Meister der Steinmetz- und Zimmermannszünfte. Ein Hinweis der Steinlieferanten. Aufgrund extremer Engpässe kann nur ein Drittel der Bestellungen dieses Monats ausgeliefert werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Stati attenti! Auf Befehl des ehrenhaften Rates. Boah, hat er den weit zurückgedrängt hier. Soll der 10. der diesjährigen Ernte jeden zweiten Scheffel nach dem 10. und 3 Quattrini pro Zentner Veracia betragen. Ich bin kein schlechter Mensch. Töte ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Aber noch nie schlecht. Tu das nicht. Kannst du es endlich mal zu Ende bringen, bitte? Gnade, Signore. Geht doch. Und weiter geht's. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Ja, dann los. Lauf. Hey, runter hier. Ja, ja. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Genau so. Camping verboten. Unsere Feinde sammeln sich in Lagern auf dem Land. Tötet ihre Anführer, ohne sie werden die Söldner fliehen. So.
Um das größtmögliche Chaos anzurichten, solltet ihr die Aufgabe möglichst schnell erledigen. Oh, das schreit nach einer zeitlichen Begrenzung, oder? Natürlich. Eins, zwei, drei Stück. Na komm, dann ist es egal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ist das nicht verboten? Wo ist denn hier mal ein Ausgang? Ah, du hast... Oh ja gut, da könnt ihr auch gerade weiterlaufen. Geh mir nicht auf den Ich sehe euer Logo. Keine Zeit für Kämpfe. Bin ein bisschen Zeitdruck. Nein, nix. Ho, weiter. Runter. Okay. Ich hab nur noch eine Rauchbombe, das ist nicht gut. Warum bin ich jetzt das Fadenkreuz? Gut, das heißt dann wohl, ich muss dann gleich jetzt mal spielen. Ah, da hinten ist er. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist weg. Ich hab mich jetzt schon verloren. Ach, da bist du. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu. So, da sind wir wieder. Jetzt ist auch das Fadenkreuz weg.
Showtime. Einer der Schurken, welche die Konditori anheuerten, die Florenz angriffen, wurde gefunden. Der Mann geht jeden Tag in der toskanischen Landschaft spazieren, legt ihn bei den Ruinen des römischen Amphitheaters einen Hinterhalt. Okay. Ich glaube, ich hole mir jetzt nochmal ein paar Rauchbomben. Hallo? Edle Preise für edle Waren. Rüstung. Fertig. Upsala. Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Gerata di Vecchie. Kommt mal mit. Sorry. Mit dem Arm. Manu, warum rennt denn der jetzt weg? Scheiße. Warum hat denn der Angriff jetzt eben funktioniert? Also manchmal ist echt komisch. Und das sei es gewesen. Et voilà. Sehr schön. Nice, nice. Cool, dann nochmal ganz schnell nach Montelioni. Ein bisschen Cash abholen. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch kaufen können. Ach jo. Und wir kommen doch ganz gut voran. Also das geht. Ja gut, okay. Venedig ist noch sehr groß. Da gibt es noch einiges zu tun. Dann. Da ist sehr, sehr viele Nebenmissionen und Glyphenzeugs und Federn und Schätze und oh Gott. Von der Hauptmission mal ganz zu schweigen. Kann ich eigentlich sehen, wann das nächste Einkommen kommt? Salute, Claudia! Willst du das Buch sehen? Ich weiß nicht, nach 5 Jahren immer noch. 79% haben wir doch schon mal. Nee, steht leider nicht, wann das nächste Einkommen kommt. Ich glaube nämlich bei Brotherhood, da kann man sehen. Oh, wir könnten aber mal. Bis bald, Ezio. Ciao, Bella. Ach Mist, ich habe die nächsten Codex-Seiten von Leonardo noch gar nicht entschlüsseln lassen. Haben wir ein paar Federn, die wir noch hier in die Kiste legen können? Thank you.
42 von 100. Na, geht doch. Geht doch auch voran. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier heute auch wieder Feierabend. Ich mache mich jetzt wieder zurück nach San Gimignano. Mach da noch die ganzen Glyphen-Gedönse. Oder mache ich die Glyphen von San Gimignano mit denen von Forli zusammen? Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, die Idee. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so dumm. Moment. Ach nee, da kann man ja nichts kaufen. Schade. Nee, wisst ihr was? Das machen wir so. Bevor ich hier noch eine extra Episode drin habe, schmeißen wir die Glyphen von San Gimignano und Forli zusammen. Und das heißt wiederum, beim nächsten Mal erkunden wir erstmal Forli. Also alle Aussichtstürme erklimmen und mal gucken, was da so los ist. Ja, ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und Nebenmission. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Cool, alles Klärchen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nochmal eine Nebenepisode. Es gibt noch so viel zu tun. Bis dahin, tschüss.